Monika, schön, dass du dich heute mit mir unterhältst. Du bist ja so jemand von diesen Menschen, die ich spontan im Internet kennengelernt habe. Wir haben dann irgendwie sofort einen Zoom ausgemacht und wir verstanden uns sofort. Also weißt du, das ist dieser Vibe eigentlich, dieses Feeling, obwohl man sich ja nicht wirklich kennt, aber du hast mich ja schon ein bisschen länger verfolgt und mich ja dann aktiv angeschrieben, weil dir meine Reihe Tipps an das gründende Ich so gut gefallen hat. Und jetzt sitzen wir zusammen, jetzt sprechen wir über deine Tipps. Du hast mir ja schon mal 12 Tipps geschickt, was ich ja schon mal echt sportlich finde. Aber erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir, liebe Monika, was machst du denn eigentlich und ja, woher kommst du? Wie hast du mich gefunden? Ja, also ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich mit meinen Tipps auch deine wunderbare Rubrik bereichern darf. Ich bin Monika Bodenstein und ich arbeite als Sichtbarkeitscoach speziell mit Frauen, mit leisen Frauen. Frauen, die sich vielleicht schon nicht getraut haben, mit Fotos nach draußen zu gehen und die jetzt auch in diesen besonderen Zeiten seit dem letzten Jahr damit konfrontiert worden sind, dass jetzt alles online ist, dass alles virtuell abläuft, dass man permanent beständig in irgendwelchen Videokonferenzen ist und die einfach erstmal nicht den Mut haben oder auch denken, oh Gott, wie geht das jetzt mit der Technik? Denen helfe ich, eben die Technik und das Vertrauen zu bekommen, dass sie sich auch online nach draußen in die Welt begeben und da, wenn sie vielleicht auch schon offline tätig waren, eben jetzt eine neue Basis für ihre Tätigkeit, dieses Online dann auch starten können. Oh, das finde ich spannend. Da bist du ja schon mal auf einer sehr engen oder sehr ähnlichen Ebene wie ich unterwegs. Ich gebe ja auch relativ viele Workshops für Kunden, die ihre Teilnehmenden zu Zoom, zu Online-Meetings, zur Sichtbarkeit aufschlauen lassen. Und natürlich Social Media ist ja bei mir ein ganz großes Thema. Aber natürlich auch die ganzen Gründungsgeschichten. Und ich finde das schon spannend, dass du dich jetzt auch für mich oder für uns auf eine Zeitreise begeben hast zu deinem Kunden-Ich. Und dein erster Tipp passt ja, könnte ja genauso von mir sein. Der ist ja wie die Faust aufs Auge dazu noch einer meiner Lieblingsautoren, den du zitiert hast, Sabri. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen, aber das liegt einfach daran, dass ich nur ein Jahr Französisch hatte. Also, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Und dein Tipp ist, setz dir ein klares Ziel und überlege, wie du es Schritt für Schritt umsetzen kannst. Genau. Das ist immer so ein großes Thema. Wohin soll es denn gehen? Und du machst dir das Leben viel, viel leichter, wenn du ein klares Ziel setzt. Dann kannst du auch immer wieder diesen Abgleich machen. Also wo stehe ich jetzt? Wie viel brauche ich noch? Wie viel Anstrengung muss ich noch unternehmen? Und dazu gehört eben auch Planen. Ich weiß, Planen ist nicht mein Thema und ich weiß, ich höre es auch immer wieder von anderen und ich bin beeindruckt, wenn mir eine Frau erzählt, oh, ich habe jetzt schon das ganze nächste halbe Jahr oder vielleicht sogar schon, ich habe das ganze Jahr durchgeplant. Das ist nicht mein Naturell. Ich möchte immer alles flexibel machen können, sonst fühle ich mich so wie in so einem Korsett. Aber es macht schon sehr viel Sinn. Das habe ich herausfinden dürfen in meiner Gründungsphase, wenn man sich einen Plan macht und der kann auch kürzer sein. Also ich arbeite am liebsten mit 4 bis 8 Wochen und dann gegencheckt. Also ich mache es dann so, dass ich mir jeden Tag aufschreibe, was ich gemacht habe und am Ende des Monats gucke ich dann, was sind die drei besten Sachen, was hat total gut geklappt und was sind drei Sachen, wo ich vielleicht noch so ein bisschen an der Stellschraube drehen könnte und was ich verbessern könnte. Ja, das passt ja fast zu deinem dritten Tipp. Nicht nur, dass du dir Ziele gesetzt hast, also kleine Ziele. Ich bin auch immer lieber kleine, überschaubare Ziele. Ich bin so ein Mensch, der unheimlich gerne Erfolge feiert. Und wenn es nur dass ich schaffe, mir vor 10 eine Tasse zu machen, also eine Tasse Kaffee zu machen. Das sind schon kleine Yeah-Momente, weil ich glaube, wir brauchen etwas als Selbstständige, egal ob wir jetzt Frau oder Mann sind, immer wieder diese Motivationsschübe. Und da hast du natürlich mit deinem dritten Tipp
ein super Hilfsmittel an die Hand gegeben. Führe ein Erfolgstagebuch und sammle wie die Maus Frederik Sonnenstrahlen und Farben und feiere deine Meilensteine. Also das Genau. kann ich ja mit drei Ausrufezeichen nur Genau. unterschreiben. Ich zeige es mal hier. Ich habe es direkt hier neben mir liegen, immer auf meinem Schreibtisch. Also, mein Tipp ist, ein schönes Buch zu kaufen, sich einen schönen Stift. Ich habe so einen Tinten, einen richtigen Füller. Und da schreibe ich dann alles Positive rein. Also, wenn ich ein schönes Feedback bekomme, wenn ich eine tolle Bewertung bekomme, mich über etwas gefreut habe. Das sind dann alles so Sachen. Das Leben geht ja auf und ab und wir haben ja nicht immer nur Sonnenscheintage und es geht nicht immer nur alles easy. Und es ist nicht nur schön, die tollen Sachen da reinzuschreiben, sondern es ist eben auch schön, man kann davon zehren, wenn es einem eben mal nicht so gut geht. Und dann damit kann man wirklich toll seine Stimmung auch wieder aufhellen. Ja, ich finde auch dieses Bild mit den Sonnenstrahlen und den Farben unheimlich berührend, weil es einfach noch mehr ins Emotionale, ins Visuelle geht Ja. und nicht bloß irgendwelche dahingeschriebenen Sätze sind, wie so, ich mache jetzt heute einen Haken dran, ich habe drei Rechnungen geschrieben, so, sondern auch diese Yay-Momente, wie die kleine Maus Friederik, also wieder auch so eine ganz emotionale Geschichte, mag ich total gerne. Schön, da. Also das finde ich einen unheimlich schönen Tipp. Du wolltest noch was sagen, nicht, dass ich dich immer abwürge. Das ist toll. Ja, also ich bin ja Lerncoach, ich bin ja ursprünglich Lehrerin. Ich habe mich mit diesem gehirngerechten Lernen beschäftigt und wir lernen ja mit Bildern. Also wir können uns ja Sachen viel leichter merken, wenn wir beide Gehirnhälften ansprechen. Ich mag es eben auch sehr gerne, ne? Und dann gehe ich auch mit diesen Sachen, die ich gerne mag, oder machen wir ja eigentlich. Wenn wir von der Sache begeistert sind, dann gehen wir ja auch gerne damit raus. Und es freut mich, dass dir das auch so gefallen hat. Ja, also ich bin jemand, der sehr visuell ist und auch sehr Ja. visuell lernt. Ich habe ja die Sketchnotes oder das Zeichnen oder das visuelle Aufschreiben ja nicht ja, aus ungefähr gemacht, sondern das ist ja etwas, was ich ja früher schon als Kind Schülerin gemacht habe und das ich jetzt doch schon seit fast 10 Jahren wieder sehr intensiv einfach als Mitschriften mache, weil es besser in Erinnerung bleibt und ich sofort die Stimme oder auch die Situation oder wo ich gewesen bin, wieder aufrufen kann, wenn ich mir meine Mitschriften, meine Sketchnotes anschaue. Und das ist, glaube ich, schon auch etwas, was, ja, also ich finde, Sketchnotes wäre jetzt etwas, was ich in Schulen und in Universitäten auch lernen würde, einfach als Hilfsmittel, besser und schneller oder auch leichter, gehirngerechter Dinge aufzunehmen und aufzuschreiben. Und das kann ich ja auch digital machen. Ich mache es ja mit dem iPad und habe mein iPad und mein Handy ja immer meine Mitschriften dabei. Ich kann sofort nachgucken, besprechen wir was. Das habe ich, da war ich in der Konferenz 2015, da kann ich mich noch dran erinnern, wusch, wusch, wusch. Und schon kann ich es zeigen und kann sagen, da hatten wir das Thema schon. Also es ist Ja. echt spannend. Ah, Also super. das ist wirklich etwas, was bei dir vielleicht auch nochmal gut als Ergänzung passen würde. Ja, stimmt. Dein zweiter Tipp ist natürlich so schon fast der Klassiker. Also Ja. du bist ja jetzt auch nicht so weit weg, denke ich mal, von mir, vom Alter und weck die Pippi in dir und hab Vertrauen. Ich glaube, Pippi Langstrumpf ist so unsere Frontfrau, vielleicht noch die rote Zora, wobei Pippi einfach ja auch durch das regelmäßig im Fernsehen erscheinen. Ich gucke es mir immer noch gerne an. Und so dieses, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe, dieses Vertrauen, auch dieses Losgehen und sagen, mein Gott, dann mache ich es halt. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man auch Gründenden oder unserem gründenden Ich ja wunderbar mitgeben kann. Du darfst Vertrauen haben, du schaffst es. Ist doch egal, du lernst ja nur. Ich finde diesen Genau. Begriff
Fails und ich muss unbedingt Fails haben. Ich bin nicht gefallen, ich habe gelernt. Und ich Genau. glaube, das ist bei dir auch genau die Essenz von diesem Tipp, oder? Absolut. Also das ist genau, fällt mir dieser Spruch ein, du hast es mir schon vorweggenommen, either you win or you learn. Und wenn wir eben Fehler als Fehler in Anführungsstrichen als Entwicklungshelfer nehmen, dann können wir ja viel leichter und lockerer an der Sache rangehen und sich einfach darauf einzulassen und nicht, also mit einer solch positiven Energie da reinzugehen, das beflügelt uns ja auch und das damit können wir uns ja auch selbst übertrumpfen. Also es gibt ja auch ganz tolle Möglichkeiten. Ich habe mal ein Projekt gemacht, das war ganz am Anfang meiner Online-Karriere im Rahmen eines Coachings. Das war so ein super Power-Coach und die hat uns gesagt, also jetzt innerhalb von 4 Wochen werdet ihr jetzt dieses Projekt umsetzen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber dann habe ich mir immer jeden Tag, habe ich mir immer so Affirmationen gesagt, ja, und ich habe mich jeden Tag immer wieder aufgepowert und mit dieser positiven Energie und es hat am Ende geklappt. Und wenn man das merkt, also man ist eigentlich viel stärker, als man es sich zuvor zugetraut hat, dann kann man ja beim nächsten Mal auch wieder ein bisschen weitergehen und die dann das Ergebnis, was man erzielen will, vielleicht auch noch ein ganz klein wenig höher ansetzen, ne? Ja, also das ist eine ganz gute Geschichte, einfach mit diesem Vertrauen und auch mit dieser Motivation. Also ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen, die aus dem Angestellten-Dasein kommen und dann in die Selbstständigkeit gehen, erst lernen müssen. Diese Selbstmotivation und diese Selbstführung. Also ja. Da hast du ja natürlich noch ein paar super Tipps dazu. So überlege dir, wie und wo du produktiv arbeitest. Also ja. Du arbeitest in 4 Räumen. Das ist ja schon fast wieder wie bei mir mit meinem kleinen Coworking Space. Ich kann auch für verschiedene To-dos in andere Räume gehen, auch wenn ich es im Moment aus Bequemlichkeit wenig mache, aber ab und zu gehe ich schon und ja, das glaube ich ist schon auch so diesen Perspektivwechsel nimmst du ja dann auch gleich mit rein durch die andere Umgebung. Absolut. Also mir war das vorher auch nicht so bewusst und ich habe aber immer wieder festgestellt, wenn ich so einen ganzen Tag am halben Tag, ganzen Tag am Schreibtisch gesessen habe und nicht vorwärts gekommen bin. Und dann habe ich eben dieses neue Konzept kennengelernt und für mich, auf mich individuell angepasst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Brainstorming mache, habe ich immer Spaß, da freue ich mich schon drauf, weil dann hänge ich mir meine Korbschaukel hier in meinem Büro auf und dann lasse ich einfach mal alles so hängen. Und das ist einfach so befreiend auch so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das hilft mir enorm weiter. Also dann habe ich hier so mein Klemmbrett und dann auf einmal, dann fängt es so an und es löst sich einfach sowas. Und dann fange ich an zu schreiben und mir fällt was ein und ein und ein. Und ich wäre nie hier so fest sitzend an meinem Schreibtisch da drauf gekommen. Oder aber, also ich halte mich jetzt nicht an feste Räume. Du sagst, du hast so 4 Räume. Ich setze mich aufs Fahrrad und habe gemerkt, so Bewegung bringt Fortschritt. Ne? Also das bringt einfach einen freieren Geist. So, ne? Und man kommt dann wieder zurück und auf einmal setzt sich dann alles so zusammen. Das macht dann auch einfach Spaß, so zu sehen, okay, das wirkt. Also jede muss dann mal so für sich gucken, was passt jetzt? Wo habe ich vielleicht auch so einen Kraftort? Ich fahre auch manchmal dann an den Waldrand und in dieser schönen Atmosphäre, da komme ich einfach in den Flow. Da habe ich schon die tollsten Texte geschrieben. Also das ist einfach, das macht dann auch einfach Spaß, wenn man sieht, man kommt weiter. Ne? Also nicht so dieses, das kann ja auch manchmal total frustrierend sein, wenn man so an so einem Punkt festhängt und man kommt nicht weiter. Da hilft es ja auch einfach, wirklich aufzustehen und in Bewegung zu kommen. Also das finde ich einen unheimlich wichtigen Rat,
dieses, wie und wo du produktiv arbeitest. Also mit den unterschiedlichen Räumen oder sich einfach den Raum auch unterschiedlich einzurichten. Nicht umsonst sind diese Steh- und Sitz-Schreibtische im Moment der totale Hype. Ja. Und ich meine, ich habe ja jetzt hier das Glück, dass ich ganz viele Flipcharts und Pinnwände und Whiteboards habe. Und ich ja auch zum Telefonieren versuche immer aufzustehen. Also Bewegung brauche ich. Jeder hat so sein Ritual, wenn man kreativ wird. Ich muss zum Beispiel meinen Schreibtisch aufräumen und ganz leer machen, damit ich kreativ arbeiten kann. Bei mir ist so das Außen im Inneren dann, dieses Ordnung und dann fängt es an zu wollen. Aber gerade auch dieses Bewegen und in den Wald gehen, das ist ja etwas, was ja im Coaching sehr oft auch empfohlen wird, geh an einen deiner Kraftorte, wenn du nachdenkst. Aber was ich natürlich auch ganz oft feststelle, gerade in meinem Netzwerk, jetzt gerade auch, da uns der Austausch mit anderen Menschen so fehlt, brauchst du etwas, wo du auch Bewegung, Kraft tanken kannst. Und ich finde diese Idee mit dem Hänge, Schaukelstuhl, wie auch immer, Hängekorb, unheimlich einfache Idee. Würde bei mir jetzt nicht gehen. Meine Decke hält nicht mal die Lampe. Die haben wir schon mit einem doppelseitigen Klebeband hingeklebt, weil das so eine Altbaugeschichte ist. Da kommt ja es kommt das ganze halbe Haus entgegen. Also das könnte ich nicht machen. Aber einfach was anders zu machen. Einfach auch mal zu überlegen, gibt es auch für bestimmte Bereiche oder bestimmte Tätigkeiten bestimmte Plätze oder Rituale dann schon wieder fast. Also das ist schon, da könnte man schon richtig weiterspinnen. Da glaube ich, könnte man uns jetzt eine Stunde unterhalten über dieses Thema. Aber das passt ja auch schon fast wieder zu deinem nächsten Tipp. Genau. Schaffe dir Strukturen und Routinen. Also Buchhaltungstag, Erledigungstag, Netzwerktag, das sind natürlich jetzt schon genau der Tipp oder die Tipps, die ich ja auch mit Begeisterung weitergebe und wo ich auch merke, das brauche ich ja immer noch. Also. Also ich versuche, weißt du, das ist so aus der Geschichte heraus geboren, dass ich erfahren habe, ich habe mal war mal Testkundin bei einem Coach und es hat mich interessiert, was für ein Motivationstyp bin ich? Und dann kam da raus am Ende, dass ich Enthusiastin bin. Und Enthusiasten lassen sich eben ganz schnell von Sachen begeistern, finden das ganz toll und sind mit Feuer und Flamme dabei. Aber das große Problem ist, sie bleiben nicht auf ihrem Weg. Also sie gucken immer links und rechts und lassen sich total ablenken. Und deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich machen, um mich so zu zügeln, und auch um mir das Leben leichter zu machen und um vorwärts zu kommen. Und es gibt ja im Online-Business, in dem Business gibt es die unterschiedlichsten Sachen und sie gefallen einem einfach nicht alle gleich gut. Wir machen nicht alle Sachen gleich gut und gleich gerne. Und ganz am Anfang kann man sich ja auch nicht gleich eine virtuelle Assistentin für alles engagieren. Und so muss man eben gucken, wie kriegt man alles unter einen Hut gezaubert. Und ich mache alles, ich bin kein Zahlenmensch, ich mache Buchhaltung und diese ganzen Sachen, die mag ich einfach nicht gerne. Ich mache und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Wie kriege ich das irgendwie hin? Der Donnerstagmorgen ist mein Buchhaltungsmorgen. Da mache ich also einmal in der Woche, kümmere ich mich um diese ganzen Sachen, die ich nicht gerne mache. Dann habe ich das en bloc erledigt und an den anderen Tagen brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Also habe ich so dieses Übel so ein bisschen verkleinert. Ja, dieses Eat the Frog, dieses mach das, was du am wenigsten magst, zuerst oder so. Also. Ja, genau. Oder genau, du hast erwähnt, diesen Erledigungstag hat sich für mich auch als total gute Erfindung herausgestellt. Also ich gehe so ungefähr alle 14 Tage gucke ich mal in allen Zimmern herum und da gibt es irgendetwas, gibt es immer, was rumliegt, wo ich schon zum dritten Mal dran vorbeigelaufen bin, was ich nicht erledigt bekommen habe, was mich irgendwie nervt und was ich dann so ein bisschen im Hinterkopf dann so habe. Und das wird dann in einem Rutsch erledigt.
Und da kann ich viel besser mit leben, wenn ich das dann sehe und wenn ich es auch zum dritten Mal sehe. Okay, deine Zeit kommt und es wird erledigt werden. Ich brauche mich da jetzt nicht drum kümmern. Das schafft mir einfach einen Freiraum, weißt Ja, das finde ich total spannend. Also du? ich Aha. glaube, das hat ja auch was mit Selbstführung zu tun. Ja. Strukturen schaffen. Auch wenn am Anfang mich meine Gründenden immer ein bisschen belächeln, wenn ich sage, mach dir einen Tagesplan, schau mal, was hast denn du für Arbeiten und geh auch wirklich so pragmatisch profane Blödsinnsarbeiten, wo du dir denkst, die mache ich ja im Vorbeigehen. Ja, aber im Vorbeigehen, das, du reist aus der Arbeit und wenn sie irgendwann mal dann so ein riesiger Hügel sind, dann zehren sie auch Energie. Und da kommen wir Ja, ja schon zu genau. deinem nächsten Punkt. Halte dir Energie und Zeiträuber vom Hals. Klar, du Ja. hast Social Media dazu geschrieben, Family, ja, sind natürlich auch Zeit- und Tomato-Timer, also Pomodoro-Technik, ist ja auch etwas, was immer wieder geraten wird. Klappt nicht bei allem und klappt nicht bei jedem, aber ich glaube, das ist schon auch ein sehr wichtiger Rat, erst einmal rauszufinden, was kostet mich denn eigentlich die Energie? Oder was versemmelt mir denn meine Zeit? Also so, ich weiß nicht, wie du herangegangen bist an das Thema und was würdest du uns raten? Ich habe herausgefunden, dass ich unglaublich gut mit dieser Pomodoro-Technik arbeiten kann. Also man kann sich das ja dann auch online einstellen. Also 25 Minuten sind diese Takte. Da kann man ganz konzentriert dann arbeiten und man sieht, okay, ich habe noch so viel Zeit. Und dann hast du so einen 5-Minuten-Abschnitt. Dann startest du mit einem weiteren, also das kann man ja so ganz individuell machen. Wenn ich eine größere Sache habe, die ich so abarbeiten möchte, dann mache ich so 4 Abschnitte hintereinander. Und in diesen 5 Minuten mache ich es dann nicht so, dass ich jetzt mal gerade eben irgendwas google oder aufs Handy gucke oder sonst irgendwas, sondern dass ich tatsächlich mal da so in die Weite gucke oder, na klar, man muss auch mal auf die Toilette gehen oder sich irgendwas zu essen holen und so, aber nicht jetzt auch noch in diesem schmalen Pausenbereich irgendwas Online-mäßiges mache. Und dann setzt man sich eben mit neuer Kraft in Anführungsstrichen wieder dran. Man stellt wieder diese 25 Minuten ein und ich kann damit. Also kommen wir nochmal zurück auf dieses mit der Produktivität. Ich kann damit sehr konzentriert arbeiten und mir fällt es einfach leichter, mich auf diese eine Aufgabe zu konzentrieren und ich komme deutlich weiter. Wenn ich jetzt, ich habe zwar eben gesagt, ich mag kein Korsett, so, aber das ist so ein Rahmen, mit dem ich mich total gut arrangieren kann. Da komme ich wirklich mit weiter. Und wenn man dann merkt, man kommt weiter, dann ist das ja natürlich auch eine tolle Motivation. Also das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Also ich finde die Pomodoro-Technik total spannend. Ich habe die auch schon ausprobiert. Funktioniert bei mir bei Dingen, die mir überhaupt nicht liegen. Also wo ich gar nicht einen Okay. Einstieg finde, da nutze ich die ab und zu. Wenn ich Social Media Coachings habe, gerade auch bei den Einsteigern, da kommt meine Eieruhr immer zur Geltung. Ja. Da sage ich, mach dir wirklich ein Time. Keeper, begrenze die erste Zeit, gerade wenn du anfängst und du fängst dann an, so ein bisschen rumzusurfen und zu gucken, wie machen es die anderen und so. Da verfließt die Zeit. So schnell kann man gar nicht schauen. Was ich auch immer wieder mache, sind mit so einem Time-Track einfach mal aufzuschreiben, egal ob es händisch ist oder mit einem Tool, was brauche ich für welche Aufgaben. Wenn ich mit neuen Kunden arbeite, lasse ich gerne mal die Zeit laufen. Bei den meisten mache ich es nicht mehr. Aber auch gerade so bei Non-Profits, ich habe ja relativ viel Ehrenamtsengagement und da habe ich mal die Zeit mitlaufen lassen für die diversen Ehrenamtsengagements. Und das hat mir schon ganz gewaltig den Zahn gezogen. Da bin ich dann schon mal kurz auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und dieses Bewusstwerden ist wichtig. Dann zu entscheiden, zu sagen, okay, heute ist mein Non-Profit-Tag, heute mache ich Ehrenamtssachen oder heute helfe ich einer Kollegin einfach eine Stunde mit einem Zoom, ohne dass ich was berechne, dann mache ich das aber bewusst.
Dann nehme ich mir bewusst diese Zeit und schenke diese Zeit. Ja. Aber nicht so immer dieses Hinterherlaufen, dieses unterschwellige Gefühl, so wie du auch gesagt hast. Ich laufe dann an irgendwas vorbei und denke mir, scheiße, und das sind so diese Mühlsteine, die einen anfallen. Und ich glaube, diese Energie und Zeiträume sind etwas, was sich so auch so schnell mal wieder einschleicht. Und da muss man ab und zu mal wieder gucken, überprüfen und so. Und da passt auch jetzt dein nächster Tipp wieder extrem gut zusammen. Also als, wie soll ich sagen, ja, ganz oder gar nicht. Setze einen Fokus und arbeite konsequent und kontinuierlich daran. Where the focus goes, the energy flows. Ich bin ja Reiterin und früher auch mal gesprungen und da musst du ja im Prinzip nicht das Hindernis angucken, sondern du guckst ja an, wo du den Weg hast, also wo du hin willst. Du willst ja auch schon dann in die Wendung gucken, wo das nächste Hindernis ist. Bei der Dressur ist es ja ähnlich, dass du dir schon visualisierst, wo du hingehst, wo die nächste Aufgabe ist, damit du im Prinzip nicht huch und stopp. Und das ist ja auch etwas, was man fürs Arbeiten wunderbar nehmen kann. Das ist ja auch wieder zu deinem ersten Tipp, das Ziel, das Langfristige und passt auch zu deinem vorherigen mit dem, Pomodoro-Technik. Ja, jetzt hätte ich dir schon viel zu viel vorher weggenommen. Erzähl doch was zu deinem Tipp. Ja, also ich habe selbst die Erfahrung gemacht, du hast es eben angesprochen und genau schließt dich an, das Vorherige, dass man gerade in den sozialen Medien, die Versuchungen sind einfach zu groß, dass man sich vom Weg abbringen lassen könnte. Und wichtig ist es eben, dieses klare Ziel zu haben und das dann, also ich sage es immer mit diesen 3 Ks, 2 hast du eben schon gesagt, es kommt dann auch noch das Konsistente dazu, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt gerade am Anfang bist, nicht auf Facebook, LinkedIn und Instagram gleichzeitig alles bespielen möchtest, sondern dass du dir eins rausnimmst, dass du dir den Fokus setzt auf eins, das mal über einen gewissen Zeitraum, so ich denke, dass so 2 Monate sind, geben dann schon aussagekräftige Ergebnisse, dass du dich nicht verzettelst, da mal was machst und da mal was machst, dann ein bisschen verwundert bist, ach, ich habe doch was gemacht, aber es hat nichts ergeben. Und das ist ja eben dann auch das Wichtige, was wir immer im Online-Business im Hinterkopf haben sollten, dass wir da 7 bis 10 Mal mehr Kontakte und mehr Impulse rausgeben müssen, als wenn wir offline tätig sind und da von einer Schar von Menschen sprechen, live sprechen, die uns eine ganze Zeit erstmal sehen und uns erleben können, uns fühlen können, vielleicht ja auch mal knuddeln können, man eine Tasse Kaffee gemeinsam und trinkt und da in den Austausch kommt. Also einen Fokus setzen und wirklich das erstmal ausprobieren und Input geben und dann gucken, was kommt da raus. Und nee, also diese Gefahr des Verzettelns ist einfach zu groß. Also im Prinzip hätte ich jetzt deine Sätze genauso sagen können. Das ist ja das, was ich in meinen Social Media Schulungen oder Coachingen ja auch immer sage. Ich bin kein Maßstab. Ich mache das schon sehr lange. Wenn mich immer jemand fragt, wie kriegst du das überhaupt auf die Reihe, dass du im Prinzip so omnipräsent bist, aber das ist jahrelanges Training, das ist jahrzehntelanges Training. Ich mache seit 2006 Xing-Schulungen und bin fast genauso lang, ein bisschen weniger Twitter und Facebook. Also ich mache das in einem ganz anderen Ding und auch, wo ich, also dieser Fokus und dieses Ziel. Und ich finde, also ich bin ja noch jemand, der smarte Ziele liebt. Weil ich möchte ja auch Erfolge wieder feiern. Ich möchte ja auch Erfolge messen. Da kommt natürlich auch wieder einmal der Gründungscoach, einmal der Social Media Coach raus. Weil ich möchte ja auch sehen, wo führt es hin. Und desto fokussierter ich bin, ich finde, dieses Konsistent ist auch ein sehr, sehr wichtiges Wort. Einfach Fokus, ja. Weil ich glaube, dieses Bild, wenn man sagt, wenn ich da hinblicke, dann folgt der Körper. Große Sportler, eine Freundin von mir hat gerodelt,
also so richtig so in einem Bob. Und die hat sich das auch ja vorgestellt. Wenn man den Film kennt mit den Jamaikanern, die diese Bob-Weltmeisterschaft mitmachen oder Olympiade oder was auch immer, die haben sich das ja auch vorgestellt. Und du machst es auch beim Reiten, dieses Vorstellen mit dem Körper. Und vielleicht sollten wir mehr auch in die Körperlichkeit gehen, um sich etwas vorzustellen, wie soll es sich anfühlen. Also ich habe, passt super zu deinem Fokusthema. Ja. Ich habe einen Workshop gehalten und dann habe ich gesagt, stellt euch eure Lieblingskundin vor und dann tun die alle ihre Personas von ihrer Lieblingskundin in die Kamera halten, weil sie das vor kurzem eine Schulung gehabt haben. Und da habe ich mir gedacht, so ein schönes Bild im Prinzip, wie auch jetzt, das ist ja auch ein Tipp für diese Online-Videos und sowas oder Livestreams. Jetzt kann ich dich angucken, ich kann dich anstrahlen, aber einfach auch wirklich an die Kamera, nicht nur, ich habe zwei so kleine Augen über der Kamera, sondern ein Bild dazu, jemanden, den ich anspreche, den ich persönlich anspreche, wo ich mir sage, das ist mein Lieblingskunde. Auch das könnte ja ein ganz körperlicher Fokus sein, wo wir dann auch ja uns entgegenströmen. Ja, also absolut, diesen Tipp gebe ich als Videocoach ja auch immer mit, dass du dir entweder jemanden vorstellst oder, wenn es eben zu schwierig ist, tatsächlich ein Bild aufhängst. Und es gilt ja eigentlich überall. Also auch wenn du textest, wenn du dir eine ganz konkrete Person vorstellst, dass du die ansprichst, dann merkt man das gleich. Dann kommt es gleich ganz anders rüber. Also ich glaube, das ist der Zauber von Personas und diese, mein Produkt kann jeder kaufen, ist ja toll, aber jeder ist vielleicht nicht der richtige Wunschkunde. Ja. Das bringt auch uns zu deinem nächsten Tipp. Mhm. Bring die Leichtigkeit und Spaß in dein Business. Ich glaube, Wunschkundinnen und Wunschkunden bringen schon mal einfach Leichtigkeit und Spaß ins Business, oder? Oder was ist so dein Hintergrund? Das auch, ja, also das hatte ich jetzt gar nicht so richtig im Kopf. Also im Grunde ist es ja das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und damit ist ja eigentlich schon, wenn du dich authentisch gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja umso höher, dass du dann Personen ansprichst, Wunschkundinnen ansprichst, die mit dir auf einer Ebene sind, auf einer Welle schwimmen. Hm? Stimmt, ja, wunderbar. Ich habe jetzt daran gedacht, wie ich selbst arbeite, also nehme ich jetzt mal die Technik, dann fällt mir die Technik unglaublich schwer. Ja, also ich den Newsletter aufsetzen und E-Mail-Sequenzen und alles sowas. Und ein anderes Mal habe ich unglaublichen Spaß. Ich setze mich an Canva und mache innerhalb von 5 Minuten ein Design, das nicht nur mir gefällt, weil es auch mit so einer Leichtigkeit jetzt da zustande gekommen ist, sondern wofür ich dann auch ein tolles Feedback bekomme. Und ein andermal sitze ich dann da und knebel mich wirklich und versuche und mache und tue und muss dann mit irgendwie so einer Version rausgehen, weil es eben jetzt dieser Post muss raus oder was auch immer. Und es ist so schön, dann so in so einen Flow zu kommen. Und es ist ja auch immer so ein Wegweiser, wenn es uns leicht fällt, dann zeigt das ja auch auf, wo unsere Stärken sind. Und da wollte ich noch einen zusätzlichen Tipp mit auf den Weg geben, den habe ich nämlich auch kürzlich erst selbst herausgefunden. Es gibt nämlich einen Persönlichkeitstest und der kommt aus der positiven Psychologie. Das sind über 200 Fragen, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, das ist kostenlos, das kommt aus der Schweiz. Und da werden eben alle Themen, die wichtig sind, also der Alltag, die Arbeit, Berufsleben, Partnerschaft, das wird alles angeschnitten. Und das hilft wirklich, das ist super spannend, mal so zu gucken, sich darauf einzulassen. Also man soll dann auch gleich, also man geht dann so in diesen Flow, über 200 Fragen, wenn man da über jede denkt, dann macht es natürlich keinen Spaß mehr. Also spontan alles so durchgehen und dann mal zu gucken, ach, nehme ich mich denn eigentlich selbst so wahr? Oder was macht mich eigentlich so aus? Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, das mal so sich von der Seite mal so anzuschauen.
Du kannst dir mir nachher den Link schicken, dann kann ich dir mit in die Ja, Show Notes das mache ich rein sehr oder auch gerne. im Blogbeitrag mit reintun. Ich habe auch vorletzte Woche montags, ich mache zurzeit ab und zu, wenn ich es schaffe, es ist vor meiner Aufstehzeit um 7 Uhr bei Bruno Mohr, Frühkick-Starter, so für die Woche, geht über meinen virtuellen Coworking-Space, weil ich bin ja auch noch nicht nur selber Coworking-Betreiberin, sondern schon seit Monaten Mitglied im Co-Work-Space. Das ist ein Zusammenschluss von drei Coworking-Spaces, die einen virtuellen Coworking-Space anbieten. Und ich muss sagen, ich fühle mich da total wohl, weil das mir auch ein gewisses Raster gibt, eine gewisse Struktur gibt und auch dieser menschliche Austausch. Du triffst dich zum Frühstück oder du triffst dich zum Mittagessen, du kannst dich mit jemandem in Räumen verabreden. Das bringt auch viel Spaß ins Business und da habe ich halt jetzt bei diesem Bodo Moor die WUP-Methode kennengelernt und da ist im Prinzip der Wunsch, den du erfüllt haben willst, das Outcome, das Ergebnis stellst du dir vor, also auch wieder unser Fokus, diese Visualisierung, das Bild, das Zielfoto im Prinzip, gucken wir noch an, wo ist mein innerer Schweinehund, wie kann ich den überlisten und mach mir im Prinzip einen Plan. Und da habe ich im Prinzip auch nochmal kennengelernt, dass eine To-Do-Liste meistens eher so, ja, eher so bremst und dass eine kleine Schritteliste sich einfach irgendwie leichter anhört. Dann habe ich sofort bei kleine Schritteliste habe ich so einen kleinen Song, wo du so die Treppe locker hinaufflockest. Und das fand ich eine total coole Geschichte. Schön, das kenne ich Und nicht. Toll, also ein toller das, Impuls. diese WUP-Methode finde ich extrem spannend, weil sie einfach auch für kleine Sachen, große Sachen funktioniert und gut in meine To-Dos reingehen, also in meine Strategie, meine Arbeit sich gut integrieren lässt. Ja. Ist die neueren Datums? Kennst du was Keine zum Ahnung. Hintergrund? Ich habe mich noch nicht dafür, aber ich habe den Zettel noch da liegen und ich könnte Okay. jetzt gerade so mit dem Fokus, mit dem Film, wo will ich überhaupt hin? Und es passt einfach auch, dieser Spaß wieder, dieses Spirit. Ja. Wie kann ich Leichtigkeit reinbringen? Das war ja letztes Jahr auch ein sehr großes Thema. Wie komme ich in den Flow? Ja. Welche Projekte, gerade auch im Non-Profit, ich bin ja auch jemand, gib mir was Neues und ich zauber dir, weck mich nachts zum Brei, ich mache dir ein Event und was auch immer oder ich mache alles Mögliche und das triggert mich an. Wie kann ich diesen Flow auch auf normale Arbeiten übersetzen oder auf dieses Daily Business? Welche Triggerpunkte brauche ich und wie kann ich diese Leichtigkeit reinkriegen in meine Ja, Arbeit? genau Und das. dieses Beschäftigen damit, wo sind meine Punkte, wo sind meine Motivationspunkte und wo sind auch so diese Sperren? Und wenn es bloß wirklich, so wie du es ganz am Anfang gesagt hast, mit diesen anderen Räumen, mit dem einfach auch mal aufstehen oder sich in so einen Schaukelstuhl oder in so eine Hängematte reinzuhocken, das gibt ja gleich auch eine Bewegung. Also es ist leicht. Und das. Ja. Und ich finde diese neuen Impulse, gerade dein nächster Punkt ist ja so, durch die Corona-Zeit haben sich ja auch die Menschen um einen verändert. Ich finde, du hast nicht mehr so dieses regelmäßige Netzwerk, wo du dich triffst mit Leuten auf Offline-Veranstaltungen oder wo du dich mit dem Freundeskreis getroffen hast. Du hast zwar schon telefoniert oder mal gezoomt, aber ganz viele Leute konnten mit dem Virtuellen nichts anfangen. Ja. Dafür sind wir Menschen, egal ob das jetzt über die virtuelle Kaffeerunde von Marietta Bramoses ist oder letztes Jahr gerade so die ersten Monate im ersten Lockdown bei Dr. Kerstin Hoffmann oder jetzt auch mit dem virtuellen Coworking Space. Das sind Menschen, die mir unheimlich nahe gekommen sind. Und die jetzt auch, egal ob die jetzt in Mallorca sitzen oder in Friesland sitzen, so wie du jetzt auch einfach sehr nah an mir dran sind. Und da passt der nächste Tipp mit dem spanne dein Netz auf und stell eine Liste von ungefähr 20 Leuten, mit denen du regelmäßig Kontakt hältst, einfach auf. Und dieses gemeinsam gehen wir weit.
Das ist ja auch eine Chance aus diesem Virtuellen. Und ich glaube, also du brauchst es einfach. Ich brauche es und ich glaube, Ja. du schaust genauso aus. Also du. Also ich habe ja gesagt, das ist einer der wichtigsten meiner Tipps und ich habe jetzt in den ganzen letzten Jahren das erfahren, wie wertvoll das einfach ist. Du kannst es ja auch so machen, wie du es möchtest, ne? Also es gibt angefangen von jetzt so regelmäßigen Sachen wie einer Mastermind-Runde, kannst du die sich nur wirklich wöchentlich, zweiwöchentlich, wie auch immer, in welchem sehr regelmäßigen Takt trifft. Kannst du es so handhaben, wie irgendwie möglich. Aber das ist, wenn man denn so alleine ist jetzt und auch sich manchmal ja auch alleine gelassen gefühlt hat, ist es einfach ganz toll zu wissen, da ist jemand, dem geht es genauso wie mir. Und mit derjenigen kann ich in Austausch kommen. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl und es ist bereichernd. Ja? Man tauscht sich aus, man lässt sich inspirieren. Man erzählt von seinen Erfolgen, von seinen Misserfolgen und beide können daraus lernen. Und die eine hat vielleicht, also mein Forte ist es nun wirklich nicht die Technik. Und ich freue mich total, wenn ich dann mit der Yvonne skypen kann oder zoomen kann und die hilft mir weiter. Und wir haben gestern noch haben wir ein Problem gelöst und dann habe ich gesagt, ach, dir fällt das immer so leicht und ich sitze dann hier und ich komme nicht weiter und ich schmor hier so in meinem Saft. Und dann hat sie gesagt, du weißt du, das ist immer was anderes, wenn du von extern da drauf schaust, ja, das ist immer leichter. Und du glaubst ja wohl nicht, dass ich immer hier so sitze und dass mir immer alles so leicht fällt. Und das ist dann so schön, ja. Ja, denn das macht einem das Leben so viel leichter, wenn man fragen kann und wenn man sich austauschen kann, wenn man gemeinsam auch mal was feiern kann. Ne? Und ich habe mal einen Spruch, den finde ich total schön. Ne? Sharing is caring. Das stimmt. Ja, also wenn man was teilt, und das fällt einem ja auch nicht immer leicht, von seinen eigenen Erfolgen zu sprechen. Aber davon können andere profitieren. Man kann sie inspirieren, motivieren. Ich habe schon so viele Ideen von anderen Menschen aufgenommen und dann geguckt, passt das für mich oder nicht? Kann ich das irgendwie einfügen? Aber ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Man hat ja dann doch so man ist da in seinem eigenen Saft und es ist eine große Bereicherung. Also ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Das ist auch so ein Tipp, den ich meinen Kunden gebe. Ich habe ja zu Beginn meiner Selbstständigkeit bei einem Businessplan, also relativ früh, Businessplan-Wettbewerb mitgemacht und dieses regelmäßige, jede Woche treffen und sich mit anderen Kunden austauschen und auch dieses gegenseitige Befeuern ist wirklich etwas, was dir sehr hilft. Gerade auch, wenn du vielleicht aus dem Freundeskreis kommst oder aus der Familie kommst, wo Selbstständigkeit nicht der Alltag ist. Ja. Du hast sehr viele Freunde, die das dann gar nicht verstehen. Auch, dass du ja jetzt eine andere Zeiterfassung hast. Du lässt ja nicht um 17 Uhr den Löffel fallen oder den Stift fallen oder du bist ja auch im Gedanken immer wieder bei deinem Business. Und da hilft es wirklich auch, Menschen zu finden, die an einem ähnlichen Punkt sind wie du. Mentor, Mentorin, die schon weiter weg ist und die einfach auch dir dann Unterstützung gibt, ist natürlich auch wichtig, aber auch Menschen, so wie du es gesagt hast, die sich genauso über diese kleinen Erfolge freuen wie du, die dieses Ja. Bejubeln. Ja. Also zum Beispiel mit der Marietta Pramosis, mit unserer Kaffeerunde, wir machen immer am letzten Termin des Monats machen wir eine Erfolgsrunde. Ah, super. Und das ist eine coole Geschichte, das passt natürlich auch wieder zu deinem Erfolgstagebuch. Ich gucke dann auch wirklich mal, was hast du an Rechnungen geschrieben, was hast du an Terminen gehabt. Boah, das Monat war ja echt cool. Und dieses dann nochmal gemeinsam, dieses, boah, ist cool. Oder bei unserem Coworking Space, wenn du in der Früh sagst, das sind deine 2 Fokusaufgaben und dann bist du noch bei der Abschlussrunde dabei und dann sagt, wer hat seine Fokusrunde gemacht? Und gibt es ein Klingelchen, Glöckchen. Und das sind so Sachen, wo dieses Unterstützen, es ist einfach wirklich, und es fällt dir dann auch nicht mehr so schwer, um Hilfe zu fragen. Ja. Weil du ja auch weißt, andere Menschen haben dieselben Probleme.
Du kommst dann nicht mehr so doof vor, wie manchmal ja denkst du da, okay, auf welchem Film sitze ich jetzt denn? Also ich glaube, dieses Unterstützen ist ein essentieller, wichtiger Tipp. Und dieses Geben ist erstmal geben und dann nehmen, dieses ganz klassische Netzwerkgeschichte. Das ist, und da passt dann dein nächster Tipp ja unheimlich gut mit Mut tut gut, geh immer wieder aus deiner Komfortzone heraus. Das ist ja auch dieses, ja, es gibt auch Menschen, die mir dann helfen, dieses Vertrauen, was du auch am Anfang gehabt hast, diese weg die Pipi in dir, hab Vertrauen, das passt ja da auch wieder, dieser Mut, dieses Vertrauen, dieses nach vorne gehen, das ist ja wirklich etwas, die Lücke suchen oder auch die Chance sehen, das sind ja auch Dinge. Absolut. Neue Perspektiven. Also mir fiel in diesem Kontext der Spruch ein, ich glaube, es ist von Henry Ford, wenn du immer dasselbe tust, musst du dich nicht wundern, dass immer dasselbe rauskommt. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal zu diesen Netzwerken zurückgehen, wenn man dann mit Menschen in Kontakt kommt, werden sich auch neue Chancen, Herausforderungen ergeben. Und wenn man das dann gemeinsam macht, macht es ja auch viel mehr Spaß. Und es ist viel leichter, wie du es eben beschrieben hast, kann ich alles nur unterschreiben. Also wenn man mit Menschen auf einer gleichen Ebene zusammenarbeitet, die können Sachen, die man macht, ganz anders wertschätzen als jemand aus deiner Familie, also und aus dem näheren Freundeskreis. Ne? Das ist eine ganz andere. Du bekommst ein viel, viel objektiveres Feedback und ja, dieses Bereichern und gemeinsam wachsen, das ist einfach toll. Und es geht, im Grunde geht es so Hand in Hand, ne? Wenn man dann sieht, ach, die hat sich das und das getraut, die hat das erste Live-Interview gemacht, dann bist du vielleicht erst noch so ein bisschen zurückhaltend. Ja, ist denn das das Richtige für mich? Aber wenn sie dann super berichtet, super begeistert davon berichtet, was ihr das gebracht hat, dann kommst du ja vielleicht doch mal eher ins Grübeln und denkst dir, naja, vielleicht könnte ich das ja auch mal ausprobieren. Also du sagst ja gerade diese ganzen Live-Geschichten und Live-Videos. Da passt dein nächster Punkt ja extrem gut. Schick deinen Perfektionismus in die Wüste und mach einfach Pareto. Also wenn du mit 20% oder was, 80% na um ich, du sagst das gleich, wie es richtig ist. Weil mit den Live-Videos und so, zum einen hat sich ja unser visuelles Erfassen verändert. Durch die Corona-Geschichte. Wir sind Absolut. natürlich viel visueller, wir sind auch viel entspannter jetzt mit den ganzen Zoom-Meetings. Merkst du ja auch, viel mehr Menschen haben die Technik langsam kapiert, kriegen das mit dem Licht und mit dem Ton hin, meistens wenigstens. Aber wir dürfen auch unperfekt sein. Es ist okay, wenn bei irgendeiner Superministerin oder bei irgendeiner Top-Managerin mal das Kind durchläuft. Ist okay. Passiert allen, also mir nicht, habe keine Kinder, habe auch keine Haustiere im Büro, aber es passiert halt. Und diese Perfektionistin, better done than perfect oder machen statt schnacken, wie meine DMWs immer, das ist so eins unserer Werte, ich muss das gleich mal reinhängen. Ja, schön. Und das ist auch so was, dieses einfach mal tun, bevor du nachfragst, Genau. dieses. Ja, jetzt mache ich es, jetzt will ich es und jetzt habe ich eine geile Idee. Passt ja auch für Social Media Posts, passt aber auch für To-Dos Genau. und sowas. Unheimlich schöner Tipp. Danke Ja, dir. also absolut. Das ist so schön, dass das jetzt so ein großer Teil geworden ist. Und ich musste das ja auch erstmal lernen, ne? Also das ist ja auch so, ich glaube, ein typisches Frauenphänomen, dass wir alles immer so toll machen möchten, dass wir lieber noch einen Kurs belegen, um dann das absolute Know-how zu haben, um mit unserem Thema in die Welt gehen zu können, damit wir auch wirklich alle Fragen beantworten können, ja. Und ich habe eben noch, als ich mir die Haare geföhnt habe, da fiel mir das wieder ein mit diesem Better Done Than Perfect, dass ich bei meinem allerersten Live-Interview, ich bin sogar vorher zur Farb- und Stilberatung gegangen, ja. Ich habe, wie ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, ich hatte vor mir eine Riesenleinwand mit total vielen Post-its, damit ich bloß nichts vergesse. Habe ich da irgendwas von gebraucht? Nö, natürlich nicht, ne? Aber irgendwie,
um gegen alles abgesichert zu sein, um meiner inneren Kritikerin bloß keinen Anlass zu geben, dass da irgendwas schief laufen kann. Also, und ich habe es wirklich nur auf mich projiziert. Ich habe noch nicht mal mehr dran gedacht, das höre ich ja auch immer wieder von vielen, oh, was mögen die anderen jetzt dazu sagen? Oder ich blamier mich und sonst sowas. Das ist ja auch ein ganz großes Argument, wenn man sich so alleine dann auch in der großen Welt zeigt, ne? Einfach sich da vor den Monitor setzen. Ja, das auf alle Fälle. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt auch, weißt du, ich könnte mich jetzt auch schon wieder stressen, dass ich so ein bisschen einen Blaustich habe, aber das liegt halt natürlich an diesem an dem Weißabgleich von meiner Webcam, wenn ich hinten meinen grünen Vorhang habe. Das macht aber nur das Zoom. In anderen Tools macht es da nichts, irgendwelchen Weißabgleich. Und macht mir so ein leicht gespensterhaftes Ding. Aber stört mich jetzt nicht. Und wenn auch mal, vorhin hat wieder irgendwas geknarzt. Ich glaube, meine Lautsprecher geben langsam den Geist auf. Ich glaube, ich muss die rausschmeißen. Aber ich freue mich ja schon wieder, was Neues zu kaufen. Also Perfektionismus, raus damit. Ich habe über die DMW die OKR-Methode kennengelernt. Habe festgestellt, dass ich die schon sehr lange mache. Da geht es ja darum, immer noch kleinere Päckchen zu machen. Und du tust im Prinzip auch definieren, was sind 100% Erreichung deines Ziels und was wäre bei 80, 50, 20%. Dass du schon sagst, okay, ich habe schon mal angefangen. Ich habe zwar noch keine 100%, aber ich freue mich schon über die 20%. Dass du auch im Prinzip der deine Erfolgsschwelle sehr niedrig stellst. Also passt nicht zu allem OKRs. Ich nutze ganz gerne so noch mit als Zwischenpuffer, dass du einfach auch sagst, ich komme mal ins Tun und dann ich fange mal an und starte und hole meine Erfahrung, so wie du es ja auch schon ein paar Mal gesagt hast. Und habe aber das Langfristige und dann mache ich meine Strategie fürs Langfristige und hole aus meiner Erfahrung schon raus, dass es geht. Und das passt natürlich gut mit diesem Better Done Than Perfect, einfach mal starten, einfach mal tun, dass du auch ins Machen kommst. Das ist gerade bei den Gründen ja überhaupt diese Geschichte, wie du schon sagst, noch ein Scheinchen, noch ein Scheinchen, noch ein Plan, noch mal jemanden fragen, brauche ich irgendwie 1000 Ja's und du darfst, sondern nein, ich bin on my own und ich mache das jetzt und es weiß ja auch niemand außer mir, wie es perfekt ausschauen sollte in meinem Kopf, oder? Genau. Andere Menschen sagen, boah, ist das cool und ich denke mir, du weißt aber nicht, das ist eine Geschichte aus der Eventbranche noch, wo mir einfach mal ein Chef gesagt hat, oder eine Kollegin gesagt hat, der Kunde weiß ja nicht, was du in deinem Kopf geplant hast. Genau. Der weiß ja nicht, wie 150% geil ausgeschaut hätte. Der ist vielleicht Ja. 60% schon, boah, ist mehr als was ich erwartet habe. Aber du machst den totalen Kopf, weil du. Ja, und da passt jetzt im Prinzip dein letzter Tipp ja im Prinzip so wie der Rahmen drum, wie der Abschluss, einfach super drauf. Gönn dir regelmäßige Pause. Lade deine Batterien immer wieder auf und scheue nicht, in dich zu investieren. Das ist, glaube ich, etwas, was so einfach nochmal die Klammer rumgibt um die ganze Geschichte. Ja, also ich weiß natürlich, dass Mütter mit Mehrfachbelastungen und in dieser besonderen Zeit, ich habe viele Blogartikel gelesen und wo ich diese Belastungen immer und immer wieder gelesen habe. Meine Tochter ist schon ein bisschen älter, mit 14 läuft die schon alleine und ich muss trotzdem immer noch bei diesem und jenem dabei sein. Aber ich weiß, wenn du drei kleine Kinder hast und die vielleicht und vielleicht noch eine Erstklässlerin dabei, ist das außerordentlich schwierig, da wirklich nur ein bisschen Freiraum für sich so freizuschaufeln. Aber es ist erforderlich. Wir können uns ja nicht ausbrennen. Also wenn wir immer in diesem Hamsterrad drin sind, dann wird sich das auf Dauer einfach rächen.
Und vielleicht auch mal, ich meine, das ist dann auch wieder eine Sache mit diesem Vertrauen. Vielleicht muss man dann auch einfach mal daran denken, einen Babysitter mal zu engagieren und vielleicht die Kinder eine Verantwortung mal ein Stückchen abzugeben oder vielleicht auch in der Familie zu gucken. Es wird vermutlich nie so ablaufen, wie man es selbst gemacht hätte. Dann vielleicht auch seine Ansprüche muss man dann auch ein bisschen anpassen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Kids gut gelaunt nach Hause kommen, weil sie mal wieder was anderes gemacht haben und du selbst mal was für dich machen konntest, das gibt dir wieder neue Energie und dann kannst du auch weiterkommen. Wenn du immer nur so in diesem Rad drehst, dann kommst du ja auch nie und immer unter Druck stehst und kommst du auch einfach nicht in deine Fülle. Und da so, ich weiß, ich hoffe auch, ja, es scheint sich ja jetzt auch alles wieder so ganz langsam wieder zu entspannen. Aber wenn man es im Hinterkopf hat, theoretisch könnte ich es ja mal machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch tatsächlich mal umsetzt, vielleicht auch höher. Es spielen da ganz viele Sachen rein. Das wirst du auch immer hören. Was weiß ich, ich kann auch nicht Nein sagen und einfach mal auf seine eigenen Bedürfnisse zu gucken. Das ist schwierig. Das ist ein Lernprozess, ein Lernprozess, der kann bei der einen länger und bei der anderen kürzer dauern. Aber es ist super, super wichtig. Ich bin ja so, ich habe ja keine eigenen Kinder. Ich habe nur mal von der Freundin Kinder mal gehütet. Und die Kinder von meinem Lebensgefährten sind ja alle schon im Erwachsenenalter, teilweise mit Okay. eigenen Familie. Also alles kein Stress für mich. Aber auch für jemanden wie mich ist es natürlich, also ich habe hohen Respekt, so wie du ja auch sagst, vor jeglichen Müttern mit Kindern und mit Doppelbelastung, ich erlebe es ja immer wieder, da ist Homeschooling, da ist Mann, der auch noch irgendwie, oder Partnerin, die dann noch irgendwelche Calls hat und du musst dann im Prinzip das genau takten, wer wann das Internet haben darf. Da habe ich unheimlich Respekt davor. Was mir jetzt gleich ins Auge gefallen ist, ist so ein Zettel, den ich mir noch aufgehängt habe von einem meiner Impulstreffen jetzt online. Das ist das Streifenhörnchen-Kalender. Das finde ich ist so ein unheimlich smarter Begriff. Und zwar, dass man die Meetings nicht zur vollen und halben Stunde beginnt, sondern dass du immer so einen 5-Minuten-Puffer hast oder 10-Minuten-Puffer hast und dir dann wirklich 5 Minuten blockst, damit du auch mal in Ruhe rausgehen kannst, mal schnell ums Haus Super. laufen kannst oder eine Tasse Tee in Ruhe trinken kannst oder so wie du jetzt sagst, ich setze mich einfach mal kurz und gucke nach draußen. Und ich glaube, es muss nicht immer, weißt du, wenn jemand sagt, gönn dir Pausen, lade deine Batterien aus, dann geht so der Film mit Wellnesshotel, Massage, irgendwas Großes, wo viel Zeit kostet. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns kleine Auszeiten zu nehmen. Und wenn sie nur 5 Minuten sind, wenn ich sage, ich setze mich in einen anderen Stuhl und schaue 5 Minuten aus dem Fenster. Oder ich habe 5 Minuten irgendwie Musik oder ich habe 5 Minuten eine Kerze an oder irgendwas. Ich glaube, dass ich damit schon schaffe, auch als Mensch, der jetzt unheimlich viel unterschiedliche Dinge handeln muss. Kann ich mir schon denken. Und ich finde dieses Bild mit diesem Streifenhörnchenkalender einfach so schön, weil du dann auch, wie du schon sagst, ich mache meinen Buchhaltungstag, meinen Erledigungstag. Und so ist ja auch ein ganz wichtiger Rat aus dem Zeitmanagement, tu dir in deinen Kalender Zeit mit dir selbst reintragen. Und ich glaube, mit so einem, nur mal so sagen, das Meeting fängt um 10 nach an oder um 5 nach an oder ich brauche 10 Minuten dazwischen. Oder ich nehme auch wirklich, wie baue ich meine Workshops auf? Ich brauche alle dreiviertel Stunde 5 Minuten Biopause allein für mich. Und dann bin ich auch wieder fit. Wir müssen damit anfangen mit kleinen Dingen oder es hilft, wenn wir mit kleinen Momenten uns schon mal ein bisschen Energie zu machen. Das ist ein bisschen wie beim Elektroauto fahren. Du brauchst einfach mehr Pausen und du brauchst öfters kleine Pausen oder so.
Und dann, und auch dieses in dich investieren. Die Heike Müller, die jetzt letzten Donnerstag in meinem Blogbeitrag war, die hat ja ganz klar auch eine Kinderfrau engagiert, hat auch ihre Mutter da gehabt, die dann teilweise hunderte von Kilometern gefahren ist, damit die bei den Terminen dabei sein konnte und die Kinder gehütet hat. Und auch dieses Investieren in sich, in diese Arbeitskraft ist ja etwas, es ist wie in Rente einzahlen oder Absolut. wie in Fortbildung einzahlen. Es erhält unsere Arbeitskraft und auch Ja. unseren Spaß und die Motivation. Und Ja. es ist im Prinzip ein sensationelles Schlusswort. Ja. Also, du hast, wir werden dann in dem Blogbeitrag, jetzt haben wir jetzt hier den YouTube-Video, im Blogbeitrag werden noch ein paar mehr Infos zu dir, in den Shownotes und so kommen die ganzen Kommunikationswege, wie man dich erreichen kann, weil ich glaube, ein paar Menschen werden jetzt sagen, die Monika könnte mir genau helfen, ich bin da so ein stilles Blümchen, das jetzt mal richtig gegossen und gepflegt werden möchte, dass es dann auch im Schaufenster richtig strahlt. Und ich habe mich sehr gefreut. Ist kein Wunder, dass wir uns auf den ersten Blick so gut verstanden haben. Wir sind uns schon sehr nah, haben eine ähnliche Haltung, eine ähnliche Einstellung. Und ich wünsche dir unheimlich viel Spaß und Freude an deinem Tun und weiterhin viel Erfolg mit dem, was du machst. Ganz herzlichen Dank. Das war ein ganz wunderschöner Austausch und du hast mir so viele schöne, interessante, neue Impulse auch mit auf den Weg gegeben. Und so schön, dass du aus diesem riesigen Erfahrungsschatz als Coach da immer wieder schöpfen kannst. Das war total schön. Und dieses Bild, das du jetzt gerade noch mal aufgebracht hast, so von dieser leisen Frau, ja, das ist total schön, das gefällt mir total gut. Ganz lieben Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht bei dir. Mir auch. Vielen, vielen Dank.